Riesige Industriehallen, Landwirtschaft, ein großes Einkaufszentrum. Und mittendrin die Landesgartenschau 2020 im Nordwesten von Ingolstadt. Der Standort ist Ausdruck der boomenden Stadt und ein Versuch, Flächen für die Bürger zu retten. Ingolstadt verfolgt viele Ziele mit der Gartenschau, erklärt Maximilian Heiland bei einer der Führungen über das Gelände. Sie wollte unter anderem die Radwegverbindungen Ost-West stärken, die Stadtteile Friedrichshofen und das Piusviertel miteinander verbinden und ein Zentrum schaffen. Und dieses Zentrum ist das, auf dem wir jetzt stehen, die sogenannte Parkterrasse. Und die ist so ausgelegt, dass man hier in Zukunft dann auch nach der Gartenschau Stadtteilfeste ausrichten kann. Wie bei allen Gartenschauen soll auch dieses Gelände ab Herbst 2020 dauerhaft als Park erhalten bleiben. Der Flächendruck ist groß, manche Landwirte machen nicht mit. Manche verpachten ihr Gelände für die Gartenschau. Die Veranstalter greifen das auf. Und da haben wir eben Landwirtschaft von morgen. Das heißt, wir werden auch autonom fahrende Maschinen dort haben. Wir werden Drohnenüberfliegungen haben, die die Feuchte messen. Also all das, wo die Landwirtschaft in der Technisierung, in der Digitalisierung extrem weit ist. 11 Monate vor Beginn der Gartenschau geht es gerade rund auf dem Gelände. Stadtrat und Bürger pflanzen und spendieren Bäume. Und symbolisch wird der Bau der sogenannten Themengärten gestartet. Nachhaltigkeit ist das Thema und die Aufgabe der Landesgartenschau. Und wir wollen eben zeigen, dass man trotzdem einen schönen Park auch in solchen Umgebungen machen kann. Ganz besonders bei uns wird der Wasserspielplatz für die Kinder, den wir bauen. Er soll einzigartig in Bayern sein. Dazu ein Pavillon, Blumenschauen, Gärten der Partnerstädte und die sogenannten Krautgärten, in denen jeder Bürger sich beteiligen kann. 10 Quadratmeter, 20 Quadratmeter bei uns sozusagen zu pachten, kostenlos natürlich, und sich selber im Gemüseanbau für ein halbes Jahr zu probieren. Ein spannendes Projekt, denn schließlich sollen die Gärten ja 164 Tage, so lang dauert die Gartenschau 2020, erfolgreich erblühen.